Willkommen zu einer weiteren Folge. Gleich macht's Boom. Oh. Ausgezeichnet. Ich glaube nicht. Nee, aber Schockschaden ist auch nicht schlecht. 1,9. Nichts dagegen. 2,7 und 1,5. 1,5, 1,9, 2,7. Geht's da noch irgendwo hin? Nö. Gut. Bisschen abkürzen. Ich hoffe mal, die sind nicht gleich wieder alle da. Ah, zumindest denke ich mal, die Spinnen am Eingang werden wieder vorhanden sein. Scheiße! Uiuiuiui, ihr nervt. Das heißt, die sind auch gleich wieder da. Ich will sehen. 2,4. Wie viel Erfahrung haben wir momentan? Wo steht denn das nochmal? Ich bin gerade blind. Hier, oder? 15.000 und wir kriegen dafür... Okay. Dann lösen wir die erste ein und die zweite nicht und können dann noch ein bisschen Baller machen. Ach ja. Oh no. Badass. Das nehmen wir natürlich auch mit. Lohnt sich das jetzt immer noch? Ja, die 7000er können wir einlösen. Was willst du? Das steht ja wirklich hier. Okay. Was willst du?
Ha, du hast diese Madinan-Lektion erteilt, aber da siehst du auch etwas mitgenommen aus. Oh, richtig, ich hatte die Ladung und Zünder auf Fernzündung eingestellt. Ich hätte es von hier aus per Knopfdruck erledigen können, aber es ist total vergessen. Wirklich urkomisch. Keine Eile! Ah, einen Laden hatten wir hier auch gar nicht, ne? Erst wieder am Anfang der Map und da kommen wieder die doofen Viecher. Da ich keinen Bock drauf. Ich keinen Bock drauf, ey. Geh lieber zu Fuß hier. Hier lang, meine ich. Zu Fuß geht er sowieso. Hallo? Puh! Sehr gut. Das wollte ich doch nur. Jo, dann machen wir hier weiter, oder? Abklingzeit von Bloodwing. Dann können wir das. Bald auch leveln. Ich frage mich gerade, wie weit hier wir hier eigentlich schon sind. Von der Story her. Gehe ich das jetzt noch erkunden oder kommen wir eh nicht. Eigentlich kommen wir hier bestimmt eh nochmal lang, oder? Okay, schade. Was zur Hölle willst du? Lass bloß die Finger von meinen Sachen. Oh, du hast alle Eindringlinge getötet? Welche Eindringlinge? Ich kann keine sehen. Ein Schluck gegen den Kater. Sammle ein paar Flaschen mit Fusel bei den Banditen in Treasure's Landing. Noch eine Sache, ich habe keinen Fusel mehr. Du willst diese fremdartige Dings da? Dann besorg mir ein bisschen Nachschub von den Banditen Dors in Treasure's Landing. Mann, die brennen da echt gutes Zeug. Ich meine, keine Ahnung, was da drin ist. Aber wen stört das schon? Und freiwillig werden die Banditen das Zeug natürlich nicht herausgeben. Darum übernimmst du auch die Sache. Lass mich raten. Genau da, wo wir jetzt gerade eben waren. Oder auch nicht. Keine Eile! Nö, nö. Ich habe dich nicht gesehen, mein Freund. Schon Unterschied mit dem Ding zu ballern, ey. So, dann machen wir mal ein bisschen Money Money. Okay, nichts Gutes. Können wir in Ruhe verkaufen.
Level 28, ist dort noch. So. Hier gibt's Medikamente. Okay. Na gut. Ihr könnt bloß die Oberhand gewinnen und das solltest du sein. Dann raus hier. Wir müssen also hier raus. Alter! Guter Junge! Gebrochen. So, ich will mal gucken wegen Herausforderungen. Was haben wir denn? Okay, müssen wir noch ein paar Kills machen. Nahkampf. Hier noch 7 Stück, den Rest haben wir alles. Okay, das kommt irgendwann. Oha. Action Skill, ja gut, das kriegen wir auch hin, denke ich mal noch. 1000 kannst du abschmatzen. Duelle. Was denn für Duelle? Wächter, oh nee, da kommt noch mehr von. Ach du Scheiße. Mit Pistole können wir vielleicht sogar noch hinkriegen. SMG sind wir gerade dabei. Explosion, jetzt kommen die ganzen... Mit Fahrzeug getötet, das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Bop, bop, bop. Schüsse abgefeuert. Okay, 3 Sekunden. Shit. Hatte nicht so viel gefehlt. Wir holen uns auf jeden Fall die Karre. Wenn wir da hinfahren, dann können wir die komischen Spinnen damit platt machen. Das Komische am Verkaufen ist, dass jeder kaufen muss, aber niemand verkauft werden will. Nicht jeder hat ein Händchen fürs Verkaufen. Du zum Beispiel. Du akzeptierst immer den ersten Preis, versuchst nicht mal zu feilschen. Wenn du die Kammer findest, brauchst du einen Partner, der sich mit dem Verkauf auskennt. Einen Partner wie mich. Ach, Stuss. Ich bin auch das Fahrzeug.
schwarzen eine Karre auf. Zeit für eine Spritze. Gut, und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Spitze, danke mir. Bis dann.